Spiel, Spaß, Sonne satt und der kühne Sprung ins kühle Nass. Das können die Kinder jedes Jahr beim Sommercamp des Jugendrotkreuzes im Freibad Neusalza-Spremberg erleben. 2 Wochen Abenteuer in den Ferien. Möglich wird das durch die Jugendarbeit im Ehrenamt. Bevor es mit dem Sommerferiencamp losgehen kann, trifft sich das Team vom Jugendrotkreuz des DRK-Kreisverbandes Löbau zum gemeinsamen Aufbau. Ohne Fleiß, kein Schweiß oder so. Und dann? Ja, dann haben die Kinder und Jugendlichen zwischen 6 und 16 so richtig Spaß. Ohne die ehrenamtliche Arbeit beim Jugendrotkreuz undenkbar. Jeder Tag wird für die Kinder durchgeplant. Auf in die Fluten, das Seepferdchen wartet. Jetzt machen wir Bronze. Silber haben wir gestern schon gemacht. Und noch einige Sachen bei Gold. Aber das machen wir dann heute Nachmittag weiter. Weil alle auf immer das Wichtige gehen. Und schon sind es mehr als 100 Kinder, die nahezu zeitgleich die Pfütze erobern wollen. Verantwortlich dafür, dass alles reibungslos abläuft, ist gleich eine ganze Riege von Betreuern. Die meisten haben beim Arbeitgeber für die Zeit des Sommerlagers Urlaub eingereicht. Urlaub, den sie jetzt damit verbringen, eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung den Kindern zu bieten. Gleichzeitig wird aber auch Wissen vermittelt. Die Schularbeit hat im Jugendrotkreuz des DRK-Kreisverbandes Löbau einen hohen Stellenwert. Heute gibt es Wissenswertes zum Thema Brandschutz. Die Freiwillige Feuerwehr von Neusalza-Spremberg ist eingeladen. Organisiert von den ehrenamtlichen Betreuern. Da ist Teamarbeit gefragt. Also wir haben aktuell 22 Betreuer hier, von denen sind im Prinzip 3 bei uns im DRK angestellt. Das bin ich, das sind meine beiden Kollegen aus dem Jugendrotkreuz. Und alle anderen Betreuer sind rein ehrenamtlich hier. Die haben teilweise Urlaub genommen, die haben einfach gerade noch ein bisschen Zeit zwischen Ausbildung und Studium oder zwischen Schule und Ausbildung. Oder bekommen auch teilweise Sonderurlaub, was natürlich immer schön wäre, dass die gerade die Größeren, dass die von ihren Arbeitgebern freigestellt werden für solche Kinder- und Jugendaktivitäten. Gibt's noch, aber halt meine Begriffe viel zu wenig. Dabei macht es doch so viel Spaß. Im Ehrenamt lernt man neue Freunde kennen, findet Gemeinsamkeiten und kann Freude schenken. Es ist die private Atmosphäre, die das Sommerferiencamp jedes Jahr zu etwas ganz Besonderem macht. Wow, Stevie, eine Bombe explodiert in deinem Bett. Ja. Willst du mal ein bisschen aufräumen jetzt in der Mittagspause? Machst du das mal bitte? Ich hab nichts gemacht. Ich will. Ach so, das, ja, das haben wir alle unterschrieben. Na, was steht hier? Ich will keine Mittagsspur. Und was ist meine Antwort drauf? Es sind die kleinen, lustigen Geschichten, die das Leben schreibt. Geschichten von Langstrümpfen und Lausbuben mit der Erinnerung an die eigenen Kindheitstage. Den Ernst kannst du getrost zu Hause lassen. Ist immer lustig, hier ist immer lustig. Und am Nachmittag haben dann alle mehr oder weniger ihren Mittagsschlaf um die Runden gebracht. Zeit für die Hundestaffel und die Ausbildung in Erster Hilfe. Für die Kinder wird so im Sommerferiencamp jeder einzelne Tag zum Abenteuer. Wir waren ganz viele Mal baden, man konnte die Schwimmstufen machen und wir haben noch ganz viel gebastelt. Das gehört dann aber eher zu den Schlechtwettervarianten. Neben dem Sommerferienlager im Freibad von Neusalza-Spremberg gibt es aber noch etwas ganz Besonderes. Das Jugendrotkreuz des DRK-Kreisverbandes Löbau organisiert jedes Jahr aufs Neue ein Winterlager in Tschechien. Neben Ski, Rodel und Schneeballschlacht natürlich auch Spiel- und Bastelnachmittage. Und wenn du auch willst, dass alle Kinder so glücklich sind, dann komm jetzt zum Jugendrotkreuz des DRK-Kreisverbandes Löbau. Hier zauberst du nicht nur ein Lächeln ins Gesicht der Kinder, sondern auch ins eigene. Versprochen. Spiel, Spaß, Spannung, ganz viel baden. Elternfreie Zone und einfach die Freizeit genießen.